Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Plague Tale Requiem. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich mega freuen, so den ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir laufen jetzt hier weiter und suchen die Insel aus Hugos Traum. Hugo. Ihr wisst schon. Das Problem, wir haben eine Weggabelung. Das ist ein ganz schön krasses Problem für mich. Keine Ahnung, welchen Weg wir gehen sollen. Gehen wir zurück? Nein. Achso. Wir dürfen nicht wieder auf die Söldner treffen. Das ist der Weg zurück. Danke, Spiel, dass du mir das gesagt hast. Der erste Part kam jetzt raus auf YouTube. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Das sieht echt hübsch aus, oder? Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Yuko, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Halb so wild. Nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Nächstes Mal bist du dran. Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt. Also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perreux kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perreux suchen. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Möge das Wetter so bleiben. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Komm. Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Hallo. Oh, hallo.
Hallo. Hallo. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Der Kinderbonus. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert! Und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Ach, hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Sch. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun Ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Scheiße. Laufen wir geradeaus! Zu mir! Hör auf! Ich dich! Hier! Mich nicht an! Oh nein! Geh los! Zu mir! Wir sind hier! Ich brauche Verstärkung! Amicia! Sterben! Wir müssen weg! Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott. Hinterher! Das Amicia! Ist gefährlich. Tötet sie sofort! Wir müssen weg. Ja. Wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube,
Das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Erstmal die Armbrust verbessern. Viel besser. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Amicia, dein Kopf. Ich weiß. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Ich finde es schon deutlich besser als der erste Teil. Die Spannung ist hier viel stärker. Oder nicht durch? Doch, wenn wir einfach schleichen. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Oh. Ah. Ja, ich sehe sie. Sie sind hier. Sehr praktisch. Soldaten. Moment, wie die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. War das? Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Bleib weg. Okay, lass mich sterben. Lass mich sterben. Ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte Stealth weitermachen. Aber wir waren ganz gut. Ich will die Kiste unbedingt haben. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walds? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verbrennen müssen. Fahr zur Hölle. Wir waren das ganz sicher. Thank you.
Ihr könnt nicht weit sein. Kommt schon raus. Sieht er mich? Ja. Lass sie nicht entkommen! Sie haben uns gesehen! Hier sind Eindringlinge! Eindringlinge! Kommt mit! Na komm schon, töte mich! Nein! Amicia! Ich will niemanden töten und ich will Stealth durch. Ich will mein Stealth leveln. Aber in der Kiste waren nur Teile. Nur klingt immer ein bisschen blöd, weil die Teile sind schon was wert, ne? Ist schon nicht blöd, die mitzunehmen. Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verbrennen müssen. Das sind bestimmt. Fahr zur Hölle. Und ich glaube, der Typ dreht sich auch um da hinten. Sie sind hier lang, ganz sicher. Oh nein! Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie ab! Höher! Ergreift sie! Eindringlinge! Zu mir! Stecken Sie dahinter! Ich scheuß sie raus! Hier, eine Falltür. Ja, das ist unser Fluch. Ja, geht aber nicht. Was jetzt, Amicia? Solange wir entdeckt sind, geht das nicht. Wir müssen sterben. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, das ist vielleicht nicht so viel Progress, wie man bei anderen Let's Playern vielleicht sieht. Dafür mache ich es halt stealth. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walds? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Was waren sie? Wir werden sie verbrennen müssen. Fahr zur Hölle. Problem, ich habe keinen zweiten Pot, sonst könnte ich den Typen ablenken. Versteckt euch ruhig, ich kriege euch trotzdem. Die Teile da liegen. Gibt keinen Weg, das Stealth zu machen dort. Weil der Typ sich nie umdreht, wenn ich da stehe, an den Dingen. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walds? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verbrennen müssen. Fahr zur Hölle. Den Weg gibt es. Wollt ihr euch verstecken? Oh nein. Hier unten sieht man uns aber nicht, ne? Wenn ich euch in die Finger kriege. Aber seine Fähigkeit kann man hier unten nicht nutzen. Das ist ein bisschen blöd. Dabei ist wieder hinter uns. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Diese Drecksäcke. Hier, eine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Perfekt. Versteckt euch ruhig! Sie sind hier lang. Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf!
geschafft. Amicia. Oh, lass mich. Atmen. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Man würde auf Englisch sagen, das Gebäude erreichen. Das war intens. Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Uns wurde berichtet, dass sie hier sind. Such die Gegend ab. Fang diese Hexe. Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Wir schaffen es. Ja, und du erholst dich. Denk dran, der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird an Ort und Stelle. Wer hat mich gesehen? Der Typ da hinten, oder was? Tatsächlich der Typ da hinten. Das gelinde gesagt ein bisschen blöd, dass der uns sehen kann. Problem ist, es ist laut. Was für eine war das? War da jemand? Er wird uns entdecken. Nein, gar nichts. Ich weiß aber gerade einen Bolzen, ich hab's verkackt, den mitzunehmen. Passiert schon mal. Jetzt haben wir hier das Problem mit dem Typen. Oh. Lass ich wieder umdrehen, bitte. Ich kann er bitte nicht hierher kommen. Töte mich! Sie haben uns. Bitte töte mich, schneller bitte! Komm schon! Nein! Amicia! Was ist das für Rauch? Alles sauber. Und etwas Glück habe ich jetzt so getimt, dass ich jetzt hier vorbei kann. Das
Problem ist, der kommt doch jetzt wieder hierher. Der Typ steht da ganz weit. Nee, der steht nicht so weit hinten, wie ich dachte. Dreht sich aber jetzt wieder um. Er hat sich umgedreht. Es hat geklappt. Alter Schwede, Stealth ist echt... Also mich schwitzen echt die Hände, ganz ehrlich. Stealth in diesem Spiel ist echt schon ganz schön tricky und nicht ganz so einfach. Ich möchte halt niemanden töten. Und möchte einfach möglichst wenig meine Schleuder benutzen und so. Weil die Gefahr ist halt immer da, wenn ich meine Schleuder nutze, dass ich dann bei mir doch wieder die Leute töte. Was ist das? Kontrolliere ich lieber mal. Nicht gut. Fest verschlossen. Wir finden eine andere Tür. Verdammt! Fuck. War so knapp, wir hätten es fast geschafft. Du nicht. Der teleportiert sich dann, wenn man da rangeht, okay. Hätte ich das gewusst, direkt von Anfang an, dass... Na dann. Aber immerhin ist hier der Checkpoint, das ist schon mal gut. Okay. Wir schaffen es. So, wir haben es geschafft. Puh. Stealth dauert es auch vielleicht ein bisschen länger, das Spiel. Wir. Oh. Nein. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein. Wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Wir sehen, wir haben sogar aufgelevelt. Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Ja, bald. Weiter geht's. Ah, es stinkt so sehr. Lauter Tote. Warten. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst aufwachen. Was soll der ganze Krach? Mir nach. Oh nein, Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf. Sie sind auch hier. Nein, sie sehen uns. Was soll ich tun? Amicia! Oh, wir spielen die Ratten. War das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir gut?
Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Oh, was? Hey, Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht. Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Oha, wir können jetzt immer Ratten steuern. Also wenn Hugo dabei ist. Warte, was ist los? Oh yeah! Was ist los? So, geschafft. Was war das? Hast du wirklich... Ja, kannst du aufstehen? Ich muss... Ruhig. Los. Gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja, ich darf sie benutzen. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. So, meine lieben Freunde, wir gehen aber erst weiter im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich, auch wenn ich manchmal oft versage oder sterbe, weil ich Stealth spielen will. Aber das lohnt sich ja auch, weil wir das Stealth dann leveln und dann werden wir auch besser im Stealth und so weiter und so fort. Ihr versteht schon. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, auch wenn ich alles Stealth mache. Oder vielleicht gerade deswegen, weil ihr euch denkt, das finde ich cooler, als wenn ich jetzt hier rumlaufe und alle töte. Ja, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.